Hallo, mein Name ist Maximilian und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute ist der 8.7. und heute jährt sich meine Diagnose Leukämie zum 7. Mal. Und diesen Anlass nutze ich dafür, um meinen YouTube-Channel zu eröffnen. Aber warum mache ich das eigentlich alles? Ich habe in den letzten 7 Jahren und speziell in den 2 Jahren Chemotherapie sehr viele Erfahrungen gesammelt, positive sowie negative. Ich habe auch die letzten Jahre gesehen, dass auf Social Media und speziell auf YouTube, was das Thema Leukämie angeht und die Aufklärung zu dem Thema, sehr viel Nachholbedarf ist. Und das nutze ich, um euch, was das Thema Leukämie angeht, aufzuklären. Ich werde euch positive sowie negative, emotionale sowie lustige, traurige, aber auch sehr ernste Themen erzählen und mitteilen, die ich die letzten Jahre erfahren habe. Und aus diesem Grund eröffne ich heute meinen YouTube-Channel. Ich werde versuchen, euch die Themen möglichst realistisch, aber auch teilweise mit ein bisschen Charme und mit ein bisschen Spaß rüberzubringen, damit es nicht ganz so ernst ist. Aber Leukämie ist nun mal eine tödliche Krankheit und speziell deswegen habe ich mich dazu entschieden, diesen YouTube-Channel zu eröffnen und euch meine Erfahrungen mitzuteilen. Denn was das Thema angeht, gibt es eigentlich nicht viel schön zu reden. Aber gerade heutzutage auf Social Media wird sehr viel entweder extrem schön dargestellt oder extrem negativ. Und ich versuche euch die Themen so mitzuteilen, wie ich sie erlebt habe und euch meine Erfahrungen mitzuteilen. Von daher heiße ich euch herzlich willkommen auf meinem Channel. Und würde mich unglaublich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, die Glocke aktiviert, damit ihr auch Bescheid wisst, wann das nächste Video kommt, den Kanal abonniert und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare oder folgt mir auf Instagram und schreibt mir dort eine Nachricht. Noch ein anderes Thema, ich bin nebenbei noch Botschafter der DKMS, habe auch meinen eigenen Link. Von daher, wenn ihr noch nicht bei der DKMS registriert seid und seid somit noch kein Stammzellspender, registriert euch gerne über diesen Link und werdet offiziell Lebensretter für irgendeinen Blutkrebspatienten auf dieser Welt und schenkt ihm somit eine neue Lebenschance. So viel dazu. Das war das erste Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund und genießt die Sommertage. Tschüss.